dass man einfach ehrlich miteinander reden muss, dass man sich trauen muss, dass man vor die Leute gehen muss und dass man Dinge einfach thematisieren muss. Und nicht dieser interreligiöse Dialog. Ja, ihr seid richtig, ja, ihr seid auch richtig. Wir stellen den Tannenbaum, wir stellen den Weihnachtsbaum in die Moschee. Ja, wir stellen den Koran in die Kirche. Immer dieses dumme Gelaber. Es gibt einmal Christentum und einmal Islam. Der Christ ist kein Muslim und der Muslim ist kein Christ. Aber es heißt nicht, dass man sich gegen solchen Schädel einschlagen muss. Aber immer diese Lügerei und diese Schleimerei. Damit kommt man überhaupt nicht weiter. Und deswegen sind wir hier. Vorurteile kann man nur abbauen, wenn man klar über alle Dinge redet. Und wenn man von Auge zu Auge diskutiert. Aber das findet nicht statt. Wir sagen, was wir denken. Und wir tun, was wir sagen. Und wir nehmen hier auch kein Blatt vor den Mund, was unsere Wahrheit betrifft. Ja, wir glauben, dass der Islam der einzig wahre Weg zu Gott ist. So wie der Christ glaubt, dass das Christentum der einzig wahre Weg zu Gott ist. Wir glauben, dass derjenige, der stirbt, ohne Islam angenommen zu haben, für alle Ewigkeit in die Hölle gehen wird. Und das sagen wir nicht jemandem, weil wir ihm wehtun wollen, sondern das sagen wir, weil wir diesen Menschen, weil wir für diesen Menschen das Beste lieben und weil wir davon überzeugt sind. Wenn man jemanden sehen würde, der kurz davor ist abzustürzen, der vor einem Loch steht und kurz davor ist reinzufallen, da würde man ihm helfen. Da würde man sagen, hey, bleib stehen, da ist ein Loch. Wir wissen nicht, wann wir sterben. Jeder Mensch kann in jedem Moment zusammenbrechen. Es kann sein, dass derjenige, keiner, der heute hier ist, hat eine Garantie, dass er in einer Stunde noch lebt.